Für eine Reise nach Großbritannien war für Deutsche bislang der Personalausweis ausreichend. Das ändert sich zum 1. Oktober. Ab dann brauchen alle einen gültigen Reisepass. Das hat allerdings nichts mit der Corona-Pandemie zu tun, sondern mit dem Brexit. Dies betrifft alle Bürger der EU, der Schweiz und des europäischen Wirtschaftsraums. Allerdings zählt Großbritannien zudem aktuell als Hochrisikogebiet. Reisende müssen sich also auf strengere Einreiseregeln gefasst machen. Dazu gehören digitale Reiseanmeldung und 10-tägige Quarantäne. Letztere kann allerdings vorzeitig durch entsprechende Nachweise beendet werden. Auch bei der Einreise in das Vereinigte Königreich müssen sich Reisende digital anmelden. Weitere Informationen unter merkur.de.